sehen, dann darf ich mich nicht verkleiden. Ich habe meine Idee, so aber ich kann es nicht umsetzen, weil ich, ja, weil ich nicht nähen kann. Ja. Ich mag das eigentlich. Oh, ich mag das. Oh yes, baby. Yes. Okay, Leute, Nasti. Wir haben noch nicht, wenn ich sage go, wir haben aber jetzt 30 Minuten Zeit. Okay. Okay, jetzt. Let's go. Mir ist das gerade die Hölle. Was machst du jetzt? Ich zieh das an. Sag mal, hast du das gerade mitbekommen, Nasti? Ja, also ich weiß nicht, was sie jetzt vorhat. Ich glaube, da ist jemand ein Schummler. Ja, sie ist ein krasser Schummler. Das geht ja auch nicht so weiter. Ich glaube, wir müssen sie im Klo einsperren. Sie ist dann disqualifiziert. Ich bin ja gespannt, was sie da jetzt anzieht. Ich bin auch echt gespannt. Also ich brauche eine Schere. Well, Sarah, ich glaube, du warst doch nicht so fertig, ha? Oh mein Gott. Und so her. Warte, ich mach den Knoten rein. Okay, bist du ready? Du musst aber jetzt auch laufen. Ja, warte, du musst. Schau. Ja, das passt, du schaust, das wäre ein Opfer. Okay, komm, zeig mir, was du hast. Hm? Hm? Fertig und ihr so? Ja, das ist schon schwer. Ich brauche dieses ganze Teil, ich muss wissen, wie groß. Ah, ich habe meinen Finger fast im Knallhagel. So. It's time. Let's get ready. Okay. Kannst du kurz deine Hände hier geben? Mhm. Und das hier hinten halten? Mhm. Danke dafür. Zuerst schimmelst du und dann. Nasti, brauch den Tacker. Was machst du da gerade, Marine? Ich mache ein Werbekleid. Ich wollte mir mal eins kaufen, aber ich wusste nicht von wo. Jetzt mache ich mir mein eigenes. Ups. Ich habe mir von einem Designer abgeschaut. Er heißt Marine. Das Kleid ist immer hässlicher und hässlicher. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Was sagt die Zeit? Du bist ja arg. Ganz vorsichtig, Sarah, okay? Jetzt bitte nicht durchdrehen. Komm her. Wie wirst du das denn an? Ja, das werden wir dann später rausmachen. Kannst du ein bisschen runterkommen? In die Knie gehen am besten. Wir machen was? Schlauer. Nichts, steh auf. Okay. So, den ziehst du gleich schon selber an. Nein. Du musst es dann sowieso wieder aufmachen. Ich muss da raus. Es ist. Ich hab's nicht eng zugemacht. Es ist jetzt zu gebunden. Ja? Aber wieso machst du es denn so? Damit ich eine Vision habe, um zu schauen kann, ob es schön ausschaut, vielleicht. Jetzt mache ich das extra eng für dich. Ja, genau. Was passiert, wenn du mich provozierst? Den Designer. Oh mein Gott, das ist so kompliziert. Man muss so 3D denken. Leute, diese Heißklebepistole ist irgendwie. Nö. Ah, die muss angemacht werden. Die war aus. Wenn die Zeit nicht klappt, denn die Show beginnt bald. Greif nie wieder so in meine Achsel rein. Ja, Entschuldigung, gib deinen Arm weg, ich hab diesen ganzen Tag Zeit. Kannst du mich? Ja, warte, ich bin schon. Wenn du mit Achsel greifst. Stop, du. Warte. Schau, wie du jetzt von hinten anschaust. Eine Katastrophe. Ich muss hier.
hier ein anderes Band machen. Das sieht nicht schön aus, das gefällt mir nicht. Wer hat gesagt, einfach, dass du das zusammenbinden darfst? Ich habe gesagt, halte es. Ich habe es noch 10 Minuten. 10 Minuten? Dieses Fuß drum. Okay. Wie hast du das zusammengebunden? Ich krieg das nicht mehr auseinander, Sarah. Wunderschön. Komm. Wie machen wir das jetzt alles? Ja, ich muss. Wieso machst du das? Ich mach das nicht. Du bist ja gemein. Siehst du, das geht ruckzuck zu viel. Brauchen wir Warte, wir müssen uns jetzt ausziehen. Marina, so 2 Minuten zum Anziehen. Ja, ganz genau, wow. Versuche es jetzt gar nicht. Ich weiß ganz genau, was du machen wolltest. Weiß ich nicht. I'm down. So, fertig. Bitte müssen wir gleich zu Wiener Opera. Sieht aus wie eine griechische Göttin. Wer, ich? Nicht du. Mhm. Ich sah aus, ob ich auf einen fetten Rave gehen würde. Auf einen fetten Rave, Alter. Let's go, Leute. Du. Oh, dein kompletter Arm. Yeah. Upsi. Was hast du jetzt gemacht? Das passiert bei einer Fashion Show auch ganz oft, dass man dann aus Versehen die Brust sieht. Also Jackie, kannst du mal kurz verbinden? Außer sie. Sie zählt nämlich nicht, weil sie ist eine Schummlerin. Wer von uns wird den Punkt bekommen? Einen Moment, weil wir müssen meinen Stuhl holen. Das müssen wir schon so professionell wie möglich hier machen. Okay, Girls, ihr geht alle auf die Position. Ich leite euch kurz an. Es geht so, Markierung, Pose. Vor, Pose, zurück, Pose, vor, Pose, stehen bleiben und dann kommt die Entscheidung. So ungefähr 2 Meter vor Heidi. Okay? Mhm. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Weil jetzt ist der letzte Moment, wo ihr Fragen stellen könnt und danach geht's los. Wir haben alles verstanden. Ja. Be quiet, please, everyone! Go! Sarah, dein Walk war heute sehr individuell. Dankeschön. Ich muss wirklich sagen, du hast dich heute einfach mal was getraut. Du hast mir gezeigt, wie fröhlich du auf dem Laufsteg bist. Eigentlich kann ich dich nur weiterlassen. Deine Energie, die du von Woche beibehalten hast, noch energetischer werden lassen auf diesem Lautstick heute. Ich weiß gar nicht, was ich an deinem Walk heute zu kritisieren habe. Dankeschön. Dankeschön. Hi, meine Mädchen. Hi. Wie fühlt ihr euch? Ja, gut. Ja, Anastasia hat für mich heute wirklich alle anderen Kleider in Schatten gestellt. Dieses Design finde ich einfach einzigartig. Das findet man so nirgendwo wieder. Du hast es präsentiert auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich liebe es, wie du dein Kleid, ein ganz besonderes Kleid präsentiert hast, was sich von den beiden anderen einfach abhebt. Dein Design ist atemberaubend und deswegen lasse ich dich heute auch weiter. Danke.